Leute, mein Name ist Epic Stan und mit dabei ist heute Katja. Aber Moment mal, Katja wurde beim letzten Mal von dem richtig doll miesen, fiesen Roten, der Warden, entführt. Der war richtig, richtig doll böse und vor allen Dingen konnte ihn nicht einfangen. Das ist richtig, richtig doll mies und fies. Wir haben zusätzlich hier bei Villager Dorf eine richtig doll sichere Wand gebaut, dass die miesen, fiesen Nachbargeister hier auf keinen Fall die Villager wegschnetzeln können. Und die Geister haben hier wirklich schon richtig, richtig doll viel gebaut. Die haben hier angefangen mit einer kleinen Wand. Dann haben sie hier einen kleinen Schießstand gebaut. Und Moment mal, die Geister bauen hier ein weiteres Häuschen. Oh, ich bin runtergeplumpst. Oh, ich bin auch runtergeplumpst. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die Geister da drüben bauen. Ich kann mich mal ein bisschen in die Richtung hinschleichen. Die Geister dürfen mich aber auf keinen Fall sehen. Und tatsächlich hier wieder eine Art kleiner Ofen gebaut. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das hier wird. Okay. Und ich muss jetzt vor allen Dingen die liebe Katja wiederfinden. Oh nein. Sie wurde einfach vom roten Wardengeist entführt. Dann würde ich sagen, ich gehe in unsere Base, hole auf jeden Fall das EMF-Gerät. Damit müsste ich den roten Wardengeist finden können. Und wenn ich den roten Wardengeist finde, müsste ich Katja auch finden. Und hier ist es. Sehr gut. Okay. Mit dem EMF-Gerät kann ich jetzt auf jeden Fall zum roten Wardengeist hingehen. Und es geht auf jeden Fall hier vorne in die Richtung. Okay. Hier hat sich der rote Warden irgendwo runtergebuddelt. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass der rote Wardengeist mich hier wegschnetzen will. Okay, es geht hier vorne weiter. Hier irgendwo müsste der rote Wardengeist mit Katja sein. Hier sehe ich auf jeden Fall schon mal ganz und gar nichts. Nee, 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 nee. Hier ist nichts. Ich habe echt ein bisschen Angst hier insgesamt. Ich gehe mal ein bisschen weiter hier vorne in die Richtung. Oh, Moment mal. Hier ist was. Hier ist was. Was ist denn da los? Hier ist ein geheimer Eingang. Tatsächlich, hier geht's nach unten. Oh, oh. Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst. Ich schaue nach unten. Sehe ich hier schon was? Nein, 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 nein. Hier sehe ich auf jeden Fall ganz so gar nichts. Ich rüste mich erstmal ein bisschen aus. Dann kann ich hier nachladen. Und ich glaube, hier unten im unterirdischen Bunker wohnt der rote Wardengeist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, was haben wir denn hier? Wir haben, oh, ganz normale Wardengeister. Was ist denn da los? Moment mal. Das sind die Bodyguards für den roten Wardengeist. Was ist das denn? Okay, die werden hier auf jeden Fall weggeschnetzelt. Zack und zack. Den haben wir. Der wird auch weggeschnetzelt. Sehr gut. Und zack. Bitte wegschnetzeln. Bitte wegschnetzeln. Okay, zum Glück halt die nicht so viel aus. Und du bitte auch wegschnetzeln. Und zack, den habe ich. Hier haben wir noch drei weitere. Die habe ich auch. Dann geht's hier vorne weiter. Oh, hier ist noch mehr Wardens. Ja, Alter, da bist du. Hallo, hilf mir. Ja, ja, ich helfe dich. Ich helfe dir. Nein. Was ist denn da los? Du wurdest vom roten Wardengeist hier eingesperrt. Was ist das denn? Okay, die ganzen fiesen Warden, ja, die werden weggeschnetzelt. Die sind zum Glück nicht so stark. Und zack, bitte wegschnetzeln. Und zack, die habe ich alle. Katja, Moment mal. Hallo. Ich hole dich hier raus. Was ist denn da los? Einmal rauslassen, bitte. Dankeschön. Und zack, das wird abgebaut. Bitteschön und bitteschön. Sehr gut, draußen. Katja. Ich habe dich vermisst. Ach, Mann. So vermisst. Du wurdest einfach vom roten Wardengeist entführt und hier unten eingesperrt. Ja. Aber Moment mal, wo ist der rote Wardengeist? Ich weiß nicht, er hat mich da reingesteckt und ist einfach weg. Das ist absolut nicht gut. Okay, Katja, wir sollten jetzt schnellstmöglich zurück in unsere Base. Und irgendwo hier läuft der rote Wardengeist rum. Das ist ja richtig, richtig doll gruselig. Ja, aber Epic, ich glaube auch, dass er nicht so froh ist, wenn er sieht, dass ich weg bin. Stimmt. Ich glaube, er wird ganz schön böse sein. Ja. Oh nein. Dann geht's hier schnellstmöglich in unsere Base, Katja. Renn. Und oh, das ist ein Wetter Morgen. Wir müssen wegschnetzeln, das ist so fies. Tut mir nichts, ich bin lieb. Könnt ihr mich bei euch verstecken? Der rote Wardengeist sucht nach mir. Was der sucht ist nach denn mir. Da los. Oh nein, 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 nein. Ich trau dem nicht. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, Katja. Das ist immer noch ein Warden, aber der ist ein bisschen kleiner insgesamt. Wir können hier für den kleinen Wardengeist ein richtig, richtig cooles Versteck bauen, Katja. Moment mal. Wollen wir vielleicht ein Versteck unter unserem Haus bauen? Oder vielleicht in den Bäumen ein Versteck oder im Wasser ein Versteck. Im Wasser wäre cool. Das könnten wir machen. Das stimmt. Ja, wir können hier einen Eingang unter Wasser reinbauen, wo sich der kleine Wardengeist verstecken kann. Und vor allen Dingen, Katja, müssen wir sehr, sehr gut aufpassen, dass der rote, miese, fiese Wardengeist auf keinen Fall hier in unsere Base reinkommen kann. Da können wir hier auf jeden Fall nach unten durchbuddeln. Moment mal, Katja. Ich habe hier auf jeden Fall eine kleine Geheimtür. Achtung, die wird hier platziert. Gut. Können wir hier unten auf jeden Fall eine Art kleines Wohnzimmer einrichten. Vielleicht
vielleicht auch eine kleine Küche, ein kleines Badezimmer, ganz, ganz, ganz klein und süß für den kleinen Wardengeist. Und dann wird der kleine Wardengeist hoffentlich nicht vom roten Warden gefunden. Hallo, kleiner Wardengeist. Moment mal, hast du noch mehr Informationen zum miesen, fiesten roten Wardengeist? Der rote Wardengeist befindet sich im Wald. Ihr könnt ihn nicht einfach so einfangen. Dazu benötigt ihr das hier. Moment mal, was ist das denn? Wir haben hier einen XXL-Fänger. Oh, danke schön, danke schön. Schau mal, Katja. Der sieht richtig, richtig doll nice aus. Was ist das? Mit diesem XXL-Fänger können wir den roten Wardengeist einfangen. Das bedeutet, wir müssen dem richtig, richtig doll viel Damage machen. Und wenn er richtig doll schwach ist, können wir ihn zack auffangen und ihn dann bei uns richtig, richtig doll sicher näher einsperren. Ah, wie cool ist das denn? Okay, warte mal, Epic. Du kannst ja auch mal ganz kurz hier das neue Zuhause vom Mini-Geist-Warden ansehen. Das sieht eigentlich voll cute aus. Oh, das hast du richtig doll schön eingerichtet, Katja. Süß. Mit dem ganz kleinen Badezimmer hier, das Schlafzimmer und hier ein ganz kleines Wohnzimmer. Das ist sehr süß. Okay, der kleine Wardengeist kann hier auf jeden Fall in unser, beziehungsweise unter unser Base richtig doll sicher wohnen und der rote Wardengeist wird ihn hier niemals finden. Okay, da würde ich sagen, Katja, wir rüsten uns richtig, richtig doll gut aus und suchen den roten Wardengeist im Wald. Hier ist er auf jeden Fall schon mal ganz und gar nicht. Da können wir mal hier vorne weitergehen. Ob er vielleicht hier hinten irgendwo ist? Warte mal, sehen wir ihn vielleicht von hier oben? Aber hier sehe ich ihn schon mal weit und breit ganz und gar nicht. Oh, roter Wardengeist. Ich sehe sein Leben, ich sehe sein Leben. Ich sehe auch sein Leben, aber wo ist er? Ich weiß es nicht, Katja. Der müsste hier irgendwo ganz in der Nähe sein. Sehe ich ihn hier unten im Wald? Nee, 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 nee. Hier sehe ich ihn nicht. Oh, da hinten steht er auf dem Pilz, oben drauf. Epic, du musst mich diesmal beschützen. Er darf mich nicht wieder wegschnappen. Das stimmt, du hast recht. Oh nein, 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 nein. Wir müssen jetzt sehr, sehr gut aufpassen und den Wardengeist schnellstmöglich wegstetzeln. Da steht er einfach. Ich mache ihm Damage. Oh, ich habe ihn schon getroffen. Ich mache relativ viel Damage tatsächlich. Oh, er ist runtergefallen. Was ist da los? Wow, er kann uns einfach entzünden. Oh, Katja, wir machen sehr viel Damage. Ab ins Wasser. Und zack, und zack. Oh, Moment bei Katja, noch ein bisschen. Wir haben es geschafft. Oh, schnell, schnell, schnell. Und es hat tatsächlich geklappt, Katja. Oh, wie gut ist wir das Wir konnten denn? Den roten Wardengeist näher einfangen mit dem XXL-Fänger, den wir vom kleinen lieben Wardengeist bekommen haben. Okay, das bedeutet, Katja, es geht zurück in unsere Geisterbase. Dort können wir auf jeden Fall den roten Wardengeist richtig doll sicher näher platzieren. Oh, wie gut. Wir haben es geschafft, Katja. Ich habe dich schnell zum Glück wiedergefunden. Ach, und wir konnten den miesen, fiesen roten Wardengeist näher endlich einfangen. Das stimmt. Okay, er kommt jetzt schön als Trophäe bei uns unten hin. Ja, oh, sehr gut. Und der miese, fiese, rote Wardengeist ist jetzt hier richtig, richtig doll sicher eingesperrt. Das hat super, super doll gut geklappt. Und schau mal, Katja, wie böse der aussieht. Der sieht echt böse aus. Das stimmt. Aber durch den neuen XXL-Fänger konnten wir den roten Wardengeist sehr, sehr doll gut einfangen. Und der kleine Wardengeist, der richtig, richtig doll lieb ist, der wohnt jetzt hier unten in seiner eigenen kleinen, süßen Base. Sehr cool. Ist mein neuer Freund. Ja. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Katja vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.